Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht tatsächlich weiter mit Thema Oma-Golf heute. Mal gucken, ob er überhaupt noch da ist. Relativ wenig passiert seit Winter, obwohl wir im Winter ja so motiviert waren. Motiviert waren, das Auto umzubauen. Das heißt, mechanische Nockenwellen, größerer Turbolader, jede Menge Firlefanz noch, Schläuche weg, Vibrans rein, Ansaugbrücke verstärkt. Das heißt, eigentlich alle Probleme, die wir in der Vergangenheit hatten, sind jetzt immer weg. Noch zu wenig Wetter gesprochen heute. Nur gefahren noch nicht. Nur noch nicht gefahren, genau. So, und eigentlich wollen wir das dieses Jahr nochmal machen, weil wir haben noch eine Chance, 1.10. TTT. Das heißt, in diesem Video werden wir das Auto ein bisschen vorbereiten. Wir haben einiges auf dem Zettel. Sei es generell nochmal durchchecken, Alu-Auspuff, Unterfahrschutz, jede Menge Firlefanz, ja, jede Menge dummes Zeugs. Und dann geht es zum TTT und da wollen wir mal gucken, ob da nicht so ein paar km/h noch zu finden sind. Wobei wir das Auto vorher noch einmal abstimmen werden und auf dem Prüfstand geht es auch noch. Wie, wo, was, in welchem Video, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken an. Jawohl! Der Joker! Er ist noch da! Ich glaube sogar, Joni hat ihn sogar frisch gewaschen hier reingestellt. Sieht stark danach aus, ne? So, ein Problem sehen wir auf jeden Fall so schon. Wir haben einen schleichenden Plattfuß hinten links. Da können wir auf jeden Fall keine 300 mitfahren. Das wird auch noch Thema dieser Videoreihe. Ich bin tatsächlich der Meinung, wir brauchen zum 300-Fahren gar nicht die Toyos, sondern eher einen Leichtlaufreifen. Beim letzten Mal, als wir 300 gefahren sind, war das Problem, dass wir tatsächlich im fünften Gang nicht genug Leistung hatten, dass er durchdrehte. Das ist ein echtes Problem. So. Das heißt, muss man sich mal vorstellen, 1000 PS oder 900, scheißegal, dass es tatsächlich dann bei so einem Auto im fünften Gang nicht mehr durchdreht. Das heißt, in dem Moment ist theoretisch der Toyo ein Verlust, weil du halt diesen klebrigen Reifen erstmal bis 300 schieben musst. Jetzt kann es natürlich mit so einer Pelle passieren, dass er auf einmal wieder durchdreht. Wenn er nicht durchdreht, ist das Auto natürlich umso leichtläufiger. Ich würde sagen, wir laden den jetzt mal auf, ab zu Benny. Der sieht einfach so krass original aus und jetzt mit den Felgen sieht es immerhin so ein bisschen tuningmäßig aus. Ne? Ja, und mittlerweile haben wir zu dem Auto halt eine Bindung aufgebaut, ne? Weil das waren schon so unsere wildesten Zeiten in den letzten Jahren. Ne? Deswegen ist es einfach. Die letzten wilden Zeiten. Die letzten wilden Zeiten, genau. Deswegen ist es einfach geil. Okay. Ja, jetzt einmal ab zu Benny und auf die Bühne. Was machen wir denn heute? Erstmal fressen wir ein paar Salzheringe. Geil. Als erstes möchte Herr Kess Kompression messen. Das werden wir gleich als erstes machen. Dann werden wir Gewichtsoptimierung betreiben, wie den Auspuff gegen den Alu-Auspuff tauschen. Tauschen, einfach gesagt. Tauschen wird es nicht. Ändern. Aber wir schauen. Ah. Da ist er ja schon. Ah, komm, Erinnerung hoch, wa? Wir sagen jetzt mal ein Jahr im Rasen. Vor allem, du wolltest sie gegen eine Kiste Bier tauschen, ne? Hat nicht mal eine abgeholt. Und da habe ich mein Veto eingelegt und gesagt, Alter, das Ding kommt definitiv unter den Dreier das nächste Mal. Aber vor allem, das waren noch die Zeiten zu Hause mit Klebeband über Kopf unterm Auto gebaut. Also das Auto stand nur auf Böcken. Immer drei Stellen markiert, zu Benny gefahren, geschweißt. Nach Hause gefahren, wieder angepasst. Also wir sind allein 200 Euro Sprit, glaube ich, in der Anlage. von zu Hause zu aber Benny. Aber liegt halt einfach gar nichts, ne? Ist schon krass, ja. Also wir haben jetzt leider tatsächlich Schande über mein Haupt die Waage vergessen. Also kommen wir nach AU hier. Keine Ahnung, das werden hier 5 Kilo sein und der Edelstahl-Auspuff wird garantiert 20 wiegen, 15, also 10 Kilo ist das. Aber das zeigen wir euch gleich. Also ihr wollt einmal Kompression checken oder wie? Ich glaube, ich kenne keinen Motor, wo man so oft die Kompression checkt wie ein V6. Ja, ich wäre soweit. Du startest? Mhm. Sind wir ehrlich oder soll ich bei allen 9,5 sagen? Ja. Gut. Boah, ist schon krass. Krass gut oder krass scheiße? Nee, krass gut eigentlich. Also die beiden haben ein bisschen mehr. Ob der jetzt natürlich 8,03 ja, hat, keine Ahnung. Aber die haben alle eigentlich genau 8. Also ich hätte. Also zwei haben 8,5 und so, einer. Solange ich alle zusammen 8 haben, ist immer alles gut. Okay. Ja. Dann können wir jetzt zumindest schon mal sagen, dass der Motor noch. Die Profa nur lebt hat. Ich würde sagen,
den wir für die Eintragung hier noch drin haben. Eigentlich müssen wir die Bude immer noch mal. Oh, ja. immer noch mal Eisstrahlen, ne? Ja, hilft ja nichts, ne? Dann wollen wir die mal einmal so grob dran halten schon mal. Ist das Endrohr so weit anders beim Dreier? Weil hier reden wir von so ungefähr 30 Zentimeter. So lang? Nee, hier und hier. So weit links. Ah, okay. Der Halter würde hier auch reinpassen. Aber, guck mal, das ist witzig. Kriegen wir mal von hinten. Hier werden wir definitiv den absägen müssen und werden es genau in die andere Richtung drehen müssen. Ja. Das Endrohr. Hilft nichts. Edelstahl runter. Alu ran. Und anpassen. Wir können eigentlich als allererstes vorne. Ja, das ist sogar echt eine 76er Dompe. 89 auf 76, weil das da bei mir ein bisschen enger ist. Und dann wieder auf 89. Edelstahl 76 durch. Alu dann auf 89, ja. Okay. Optimal wäre natürlich, dass wir. Ja, wir werden wahrscheinlich hier absägen. Genau. Ja. Egal, wir bauen es erstmal ab. Könnte was werden, ne? Schon so fett, dass es aussieht wie eine Kardanwelle in der Mitte. Bleibt gleich dran, ne? Ja. Die bleibt gleich vom Start. Das machen wir mal mit dir. Alter, Film und Schrauben gleichzeitig. Multitasking hier. Oh, auf den Freunden. Multitalking. Alter, da ist ja noch Luft. Ist gut oder was? Haut hin. Ja. Kerzen sehen übrigens auch richtig gesund aus. Da passt sogar das Wort Rehbraun hier. Ja, mega. Ja, ich würde sagen, so viel dafür. Es ist mal wieder 22 Uhr, reicht für heute. Feierabend. Es bleibt spannend. Man sieht einen hinten, es ist wieder Bastelzeit. Bis morgen. Also, weiter im Text. Einmal, bevor wir auf dem Prüfstand nachher nicht wissen, was Phase ist, und am heißen Motor schrauben, checken wir nur einmal, ob die Nocken noch so stehen, wie sie sollen. Neue Nockenwellen, extremer Hub, 304 Grad. Im Zweifelsfall müssen wir eh auf dem Prüfstand rumstellen. Aber so wissen wir immerhin schon mal, wie sie stehen. Und dann ist mir nämlich auch noch ein Aspekt eingefallen. Wir wollten die eigentlich jetzt auch nochmal Ventilspiel checken, ne? Ja. Ich habe gerade überlegt, wie viele Stunden wir wohl schon vor dem Ventilgerät verbracht haben. Das waren schon einige, ja. Das heißt, wir machen jetzt einfach nur eine kleine Kontrollmessung, Einlass auf beiden Seiten, dass der ungefähr gleich steht. Sobald diese Uhr wieder nach unten geht, heißt das quasi, dass Kolben ganz oben war und wieder zurückläuft. So, wir markieren uns hier schon mal. Aber das sieht einlassseitig gut aus, 0,65. Wir hatten bei dir damals auf dem Prüfstand von 0,7 auf 0,3 runtergestellt, weil 0,3 am meisten Leistung war. Mhm. Und hier hatten wir gesagt, dass die im Zweifelsfall so viel durchlassen, dass wir lieber erstmal auf 0,7 gehen. Okay. Da ist jetzt, dass wir vorne klar auf der Bühne stehen. Ja, ja, das ist, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ich weiß auch nicht, wann, wie, wo das weitergeht. Unsere braune Praline hat es auch zu Benni geschafft. Das hat auch keiner gedacht. Bevor wir jetzt irgendwas rumstellen, werden wir es auf jeden Fall so einmal messen. Mhm. Das heißt, das kann schon mal bleiben. Jetzt checken wir noch mal einmal Ventilspiel, ob das noch ähnlich ist. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind wir am Wörthersee wohl gefahren seitdem? 1000? 500? Ja, 400-500 hätte ich gesagt. Ja, so in dem Dreh. Okay, aber das Gute ist, dass ich schon mal nichts hier herstelle. Ach, jetzt kommt hier. Ja. Alter, Plauderer macht er ohne, aber zum. Aber zum Ventilspielprüfen zieht er sich Dr. Sommerfeld an. Oi. Papa. Philipp Kess, der Mann, den die Frauen vertrauen. Das Gute ist, es ist nicht komplett scheiße. Man kann immer noch erkennen, wo Einlass und Auslass ist. Ja, aber wir haben 0,20, 28, 22, 32, 18, 33, 32, 22, 32, 28. Der hier ist schon kritisch, also da ist der Einlass schon ganz schön groß. 30, 20. So. Dafür, dass wir von hier aber erstmal einfach nur auf den Prüfstand fahren, wo alles passieren kann. Tendenziell kriegt so ein Ding auf dem Prüfstand jetzt auch nicht so die Temperatur rein. Weil ja die Dauer auch nicht so da ist. Genau, würde ich es, glaube ich, einfach. Ich sehe die Probleme eh weiter unten im Motor. Ja.
bei der Leistung. Wer weiß, im Zweifelsfall wird es so sein, dass auf dem Prüfstand die Nockenwellen nichts können. Das kann leider bei Nockenwellen immer sein. Wir ziehen die da raus, bauen deine ein, bauen hydraulische ein, was weiß ich. Deswegen würde ich es jetzt spielmäßig erstmal so lassen. Weil, das ist halt immer das Problem, mechanisch, wenn wir jetzt nur das eine tauschen wollen, müssen wir alles auseinanderreißen. Und wieder einmessen. Und wieder einmessen und so, da ist meine... Wobei, ich würde es mittlerweile tatsächlich sogar einfach nur markieren, raus, rein. Ohne einmessen. Nee. Es ist jetzt keins, das jetzt irgendwie 0,10 hat, das viel zu wenig ist. Aber wo kommen wir her? Wir kommen von 0,20 und 0,30 oder 0? Nee, 20 und 35. Okay. Gut, also, aber hier 22 und so, das wäre noch okay. Ja, das ist ja alles okay. 8, das passt 18, alles. Ja gut, ist ein bisschen eng. Nee, aber ich kann jetzt ja auch nicht 18 messen. Also für mich heißt das ja, immer zwischen... ein bisschen 15, 20 zwischen den beiden. Und 15 genau, zu locker. Also ja. Irgendwas dazwischen. So, und hier ist halt das, wenn, dann wäre es das eine. Zu groß ist aber kalt auch noch. Nie so zu schlimm, weil es wird ja kleiner, wenn der Motor warm wird, weil es ein Tier länger wird. Deswegen können wir mal zur Sicherheit gucken. 35 hat es definitiv. Ja. Aber der geht halt schon rein. Ja. Das ist jetzt 25? Ja, dieser Einlasskanal hier. Also das hat definitiv ein bisschen zu viel. Ein bisschen groß. Mhm. Wir hätten zum Schluss bei Paul auf Prüfstand am Rad 950 oder so meinen. So viel Zahlen Bar im Kopf. Oder so. Weil, ja, schon über 3 Bar, aber kam einfach nichts mehr. Also ab 2,5 Bar war tot. Also kam nichts mehr. Jetzt haben wir uns das Kennfeld von dem alten Turbolader angeguckt und da war es auch tatsächlich so, dass ab 2,5 Bar das Kennfeld quasi am Limit war und die Luftmasse mit mehr Druck eher weniger geworden ist. Das ist dann immer Zeichen dafür, dass man Ladedruck stellt, aber keine Leistung mehr kommt. Der Verdichter, der da jetzt drin ist, der wird bei 2,5 Bar erst so richtig wach und hat tatsächlich sein Maximum an Luftmasse eher sogar im tendenziellen Bereich so von 3,5 Bar. Die man logischerweise auch braucht, weil wenn wir mehr Leistung hier reinkriegen wollen, muss ja der Ladedruck hochgehen. Also wenn alles ideal läuft, haben wir die 950 PS vom alten Lader jetzt bei 2 Bar. Das wäre geil. Das heißt, du träumst hier eher von einer L50? Joa. Gucken. Gucken, ob hier die Nockenwellen nicht das geringste Problem danach sind. Ja, nee, wir lassen das genau so. Wir machen da Ventildeckel wieder drauf. Dann können wir auch die Aluconda mal hören. Und dann geht's zu Flo und ich würde sagen, wir beschäftigen uns da lieber mit dem Thema Unterboden und Aerodynamik, weil da sehe ich deutlich mehr Potenzial auf einer halben Meile, als jetzt hier da irgendwie die letzten Millimeter zu suchen. Und abdrücken müssen wir dann auf jeden Fall, dass er dicht ist. Das ist halt auch... Das ist eigentlich fast noch wichtiger. Kopf wieder drauf, Deckel und ab auf den Trailer. Da haben wir auch schon der Turbo, ich weiß gar nicht, wo ihn gepackt hat. Hat er schon weggeräumt? Ja, ja. Seit langem mal ein Alu-Ausdruck, der gar nicht so scheiße klingt. Nein, ne? Klingt mega, klingt richtig so geil. Ne? Also, das wird natürlich jetzt auf der Landstraße, also ja, auf dem Event. Ja. So, aber die Limo hatte das ja, dass der so gescheppert hat. Das hat der VR6. Lächerne, das hat der VR6 zum Glück nicht. So, ne? Das Intro sieht ganz witzig aus eigentlich. Aber wenn der jetzt so mit 3.000, 4.000 Drehungen am Platz rollt, wird er schon richtig dumpf da hinten rausballern. Ne? Klingt saftig. Ja, geil. Ja, mega. Ja, weiter geht's, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich auf dem Event.
glaube, für das Event müssen wir uns Oropax mitnehmen. Ach, hier drin ist aber gut. Jetzt hört man mal ein bisschen Auspuff. Ja, Flo holt erstmal Döner. Wir machen uns erstmal schon ein bisschen hier breit in seiner Werkstatt. Marius ist schon seinem Element hier wieder. Ein Glück haben wir uns markiert, wo unsere geile Vermessungsbühne hier steht. Das heißt, wir werden das jetzt gleich auskosten und werden auch gleich mal gucken, wie eigentlich der Golf steht. Hier ist natürlich die Cross-Balance. Jeder, der das Abarth-Video nicht gesehen hat, das Verhältnis quasi über Kreuz. Vorne links, hinten rechts, vorne rechts, hinten links. Vollkommen irrelevant, weil mit dem Auto werden wir gar nicht um die Kurve fahren. Da zählt wirklich eher, wenn ich drin sitze, dass das Gewicht auf den beiden Rädern gleich ist. Ist da auf jeden Fall entscheidender. Aber kein Plan, wie es überhaupt so steht, was das Ding so wiegt und so weiter. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Weil wir nämlich auf jeden Fall noch Spur und Sturz hier wieder machen. Da gab es noch ein kleines Upgrade zum letzten Mal. Weil ich sag euch, letztes Mal haben wir beim Arbeit die Spur eingestellt mit Holzlatten. Jetzt sind wir jetzt immerhin ein Step weiter und haben 4 Meter Richtscheide. Gibt es übrigens bei Ornbach für ein Apfel und ein Ei, keine Ahnung, 30 Euro oder so. Das heißt, wir werden auch die Spur einstellen und mit unserem tollen Messgerät wie immer Sturz gucken. Weil bei Frontantrieb ist natürlich extrem wichtig, erstens, dass das Rad wirklich 100% auf Null steht, dass du die volle Auflagefläche hast beim Geradeausfahren und dass die Spur minimal zugeht, weil da natürlich, sobald Last drauf kommt, gerade bei den Autos, will das Rad nach vorne. Das heißt, die Räder ziehen sich so ein bisschen auf. Das heißt, hier muss die Spur ein bisschen zu. So, bevor hier hinten auch schon gar nicht fertig ist, gibt es mal wieder Pappunterboden. Ja, ich dachte so, bis da. Wie, so hier? Ja, so. DTM oder? Genau. So, mal vernünftig den Fuß abbauen hier oder nicht? Boah, das Rohr ist schon schön noch. Kann man mit arbeiten, ne? Ja. Plakette drauf und los geht's. Ah, ich glaube, das wird schon wirklich heavy klingen. Weil es ist jetzt auch so ein Auspuff, der halt nach hinten rausschreit. Das heißt, gerade auf Events wird das schon laut werden. Ja, ein weiterer nicht unwichtiger Teil ist halt immer Unterboden. Muss man einfach so sagen. Also ich sage, man unterschätzt immer wieder, was dann doch so kleine Teile ausmachen, die einfach nur zu sind. Beziehungsweise wo es verwirbelt dann, ne? Genau. Also das ist halt wirklich wie ein Windsegel, was du, also wenn es vorne anfängt zu verwirbeln, verwirbelt es am ganzen Unterboden und wirbelt so mit Absicht ja trotzdem zusätzlich noch immer stärker rein. Ne? Das heißt, da muss man schon gucken, wie man das macht. Ist natürlich mit Auspuff etc. immer schwierig. Idealerweise wahrscheinlich eigentlich Auspuff hier unten weg, ne? Und hätte hier hinten alles zugemacht. Ja, oder wie du es am Audi hattest, hier noch was anschweißen, was das zumacht. Und also man könnte das natürlich jetzt bis ins Letzte spinnen. Das Optimum wäre bei sowas immer hier unter... Wobei, jetzt muss man auch dazu sagen, VWs sind zum Unterbodenbauen immer scheiße. Da gibt es andere Autos, zum Beispiel Abarth, der hat links und rechts einen Schweller, der bestimmt, also hinter dem Schweller noch, der 3-4 cm raussteht und man automatisch theoretisch unter das ganze Auto einfach eine gerade Platte machen könnte, was hier niemals geht. Das wäre der Idealfall. So, das geht ja hier gar nicht. Das heißt, hier muss man jetzt eher gucken, wie wir mit wenig Aufwand einigermaßen was hinbekommen. Das heißt, da hinten zumachen. Genau. Also ich würde den Bereich jetzt zumachen. Hier haben wir im Prinzip wenig Möglichkeit. Im Bereich des Catch-Tanks könnten wir gucken. Mit dem Endrohr. Dann also der Unterboden ist halt so eine Sache, da gehen halt Abende rein, ne? Döner bringt nichts. Ja, wir essen erstmal Döner und dann überlegen wir uns das.